Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Frage-Antwort-Video. Es ist das Ende unseres Geburtstagsmonats. Wir haben ja ein paar, Hintergrund-Screenshot-Bilder und verschiedene andere Sachen gemacht. Wallpaper heißt das. Ja. Und verschiedene andere Produkte rausgehauen. Eigentlich war die Idee, dass wir diesen Monat, vielleicht schaffen wir das sogar noch. Gibt's noch einen, hat der Montag noch einen Tag? Die Woche meinst du? Ich glaube, Montag, Dienstag sogar. Genau, Montag ist der 30. Dienstag. Vielleicht schaffen wir das sogar noch, dass wir, doch, ich glaube, das schaffen wir sogar noch. Das ist das größte, krasseste, beste, ausgereifteste, smarteste Produkt, was wir je gemacht haben. Hat aber auch jetzt, boah, jetzt hat sie nochmal gezogen. Es hat anderthalb Jahre gedauert. Na, ja doch, anderthalb Jahre hat es gedauert. Schon lange gedauert, ja. Anderthalb Jahre, bis das fertig ist. Und wenn das dann kommt, dann wird es momentan die Planung, wird es das viermal im Jahr geben. Drei bis viermal im Jahr. Was war die größte Baustelle, warum es sich so gezogen hat jetzt? Die Konstruktion, dass es alles so funktioniert und dass es halt diese Innovation ist, dass es so anders und neu ist in der Größe, wie es dann ist und den Preis. Und die Qualität und die Genauigkeit, dass es, ne, dass es so detailgetreu ist. Weil ich finde, jeder sollte das. Willst du viel verraten? Ja, genau. Jeder, das ist cool. Ja, lass mir so stehen. Mir geht es sehr komisch in Zeit, mir geht es sehr gemischt, wie man auch, glaube ich, merkt. Aber, und ich bin ja sonst immer sehr offen und sehr direkt so mit den Problemen, die ich so habe. Aber bei dem Thema schäme ich mich irgendwie sehr doll, muss ich wirklich sagen. Es macht auf jeden Fall Sinn, das zu sagen, aber irgendwie schäme ich mich echt krass und ich irgendwie super, super schwer, das zu sagen. Ich weiß auch nicht, was da mein Problem ist irgendwie. Aber es gibt auf jeden Fall eine Antwort für meine Problematiken, die ich so habe, die vollumfänglich ist, die alles erklärt. Und ich denke auch sehr, sehr viele, auch die das jetzt so hören, die sagen jetzt schon, ich weiß eben, was es ist. Und wenn ich dann sage, sagen viele, denke ich auch, ja, ja, klar, dann wird es auf jeden Fall auch viele geben, die sagen, was für ein Quatsch, das ist doch eigentlich ganz anders. Ne? Also, ja, das beschäftigt mich gerade echt sehr, sehr viel und bin auch jetzt darüber kann ich reden, sehr anstrengend in Therapien jede Woche. Die zwei Stunden, die wirklich echt reinhauen. Genau, das wollte ich auch schon mal gesagt haben. Damit ihr versteht, warum ich jetzt gerade so anders bin, als vielleicht das Video, was gestern lief oder was vielleicht Montag läuft oder so, keine Ahnung. Du wolltest die Superbanks ansprechen auf YouTube. Die was? Die Superbanks. Du hast mir nicht erklärt, was es ist. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Das ist eine Möglichkeit, dass man eine Nachricht quasi mit einem gewissen Geldbetrag hervorhebt. Einem Geldbetrag? Okay. Ach, super, thanks. Ja, ich habe thanks verstanden. Erstmal muss ich auch nachdenken. Ja. Super, thanks, ja. Super, thanks. Das hast du mir einmal erzählt, aber dass das mit Geld, ja, okay. Ja, das ist eine Option, die jetzt da ist. Das klingt vielleicht in Verbindung mit uns ein bisschen komisch, Geldbetrag uns zu überweisen. Zwei Sachen kann ich dazu sagen. Es gibt relativ viele Leute, die das machen wollen, weil sie sehr dankbar sind für das, was wir tun. Und die sagen, ich möchte keinen Hoodie kaufen und ich finde es auch irgendwie nicht so, weiß nicht, nicht so meine Klamotten oder sowas. Aber irgendwie möchte ich Danke sagen. Also wir hatten auch schon genug Leute, die kommen hier unten hin und geben Geldumschlag ab, was vollkommen gaga ist. Damit können wir nichts tun, die geben wir auch zurück, weil das ist steuerlich, das kriegt man nicht hin. Das andere ist, dass es mir auch, ja, natürlich auch wieder unangenehm ist. Dazu kommt aber auch, dass ich jetzt relativ viele Besprechungen hatte, intern auch, mit Steuerberatern und all so dem, dass diese ganze Zusatzinvestition von dem Museum doch nochmal teurer war, als ich dachte und das echt ein Riesenloch in die Kasse gerissen hat. Was wir ausstehen, ihr könnt einfach dieses Video gucken und danach weiterklicken und guckt ein Video von Dieter Bohlen. Keine Ahnung. Aber ein bisschen hat es Schlagseite gegeben, muss man sagen. Und Projekte werden teurer, plus Projektteile kriegen ist auch echt schwierig. Will nicht rumheulen, alles gut, nächstes Thema. Thema Mitarbeiter suchen wir. Boah. Also momentan habe ich echt wieder so eine Phase, die egal wo ich hingucke, ob ich nach rechts gucke, ob ich nach links gucke, ob ich gerade ausgucke, ich habe nur Stress in der Firma, ich habe nur Stress in meinem Leben. Das ist gerade echt Abfuckphase. Zum Beispiel jetzt ist gerade, wir haben heute Mittwoch und wir haben noch keine Mitarbeiter fürs Pace Museum am Samstag. Ja, weil wir so unterbesetzt sind, weil wir am Anfang erst gucken wollten, wie die Belastung ist. Jetzt sehen wir, dass wir deutlich mehr Leute brauchen. Wir haben auch Leute, die können aber erst am 1.6. oder am 1.7. anfangen im Museum, dass wir vielleicht sogar Samstag zumachen müssen. Also wir haben hier wirklich ein riesengroßes Problem. Also wer im Pace Museum anfangen will, gerne eine Bewerbung schicken zu uns an job@jp-performance.de. Pace.de. Da blenden wir ein. Genau, blenden wir ein. Wird eh eingeblendet. Blenden wir ein. Genau, im Burgerladen sind wir jetzt ganz gut besetzt. Im Café glaube ich auch.
oder eine Person oder zwei Personen fehlen, glaube ich, noch im Café. Aber glaub mir, ich verstehe es auch gar nicht, der Pace-Museumsjob ist ultra geil. Ich arbeite ja, wie, die können wir drunter unterschreiben, ihr seht mich ja eigentlich jedes Wochenende dort arbeiten, Samstag, Sonntag. Also ich weiß ganz genau, was der Job ist. Der Job ist anstrengender, von 12 bis 15 Uhr, ne? Da ist echt die Hölle los. Aber ich finde es auch ganz geil und danach ist auch echt eine coole Zeit mit Leuten, die Autos gucken wollen. Also, weil ich habe das Gefühl, jetzt wollen wir nicht mehr arbeiten. Habe ich echt das Gefühl, also nicht, dass es die harte Arbeit ist, aber allgemein, es gibt keine arbeitssuchenden Leute mehr so. Ja. Ich habe hier eine Frage aufgeschrieben, die wollte ich eigentlich ganz am Schluss stellen, aber die wird irgendwie zu dem Thema ganz gut passen. Ja, okay. Okay. Ich stelle noch eine Frage davor, bis ja. wir zu der Frage kommen, weil ich die ein bisschen einleitend machen will. Ja. Und zwar, ich habe Angst um die Zukunft und um meine Rente, wenn ich durch die Stadt laufe und sehe, wie sich die aktuelle Jugend entwickelt, mit welchen Worten sie sich unterhalten und wie der Allgemeinwissensstand ist. Wie ist deine Meinung zur aktuellen Jugend und zu dem Thema? Ich habe aufgeschnappt, dass Ältere immer in der Vergangenheit des Menschen so über die Jugend gesprochen hat. Echt so? Immer. Über uns? Das stimmt schon. Das ist echt so. Über jeden. Immer dasselbe so. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass du deinen intellektuellen Wissensstand als den Standard siehst, aber er sich kontinuierlich weiterentwickelt, genauso wie die Kleidung und das Automobil. Somit, und die Welt und der Mensch entwickelt sich immer, das fügt sich immer. Sekunde, Messung von der ZL1. Tisch fügt wieder zurück. Ich würde tippen, das waren 631 PS. Wir rufen gleich an bei Money. Okay. 631. Und 790 Newtonmeter. 785 Newtonmeter. Was habe ich gesagt? 631 PS, 785. 600, was habe ich gesagt? 31, hast du gesagt. Somit, ja, ist krass. Für mich ist es auch krass. Also, weil die sprechen ja kaum noch Deutsch. Ja. Und wie sie reden und wie sie kommunizieren und was sie für cool sehen und so. Und Wissen ist auch irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, da passiert schon ein bisschen was, weil bei unserer Zeit musstest du halt das noch mit dem Lernen machen, aber das Handy und Google ist halt schon eine extreme Stütze. Das Wissen ist schneller, das Wissen ist genauer, das stimmt. Aber das Hirn speichert ja gar nichts mehr, sondern dieses Gerät. Genau, kein Handy in der Hand, kein Wissen. Ich mache mir schon große Sorgen, aber noch größere Sorgen mache ich mir über die, und das war nicht so, dass die Jugend eigentlich nur noch sieht, erstmal will jeder berühmt werden. Das ist die nächste, also die nächste Frage geht genau darauf. Okay, dann lasse ich das aus. Ja. Aber wenig arbeiten, viel Geld. Wenig arbeiten, viel Geld. Und das gab es nicht. Sondern es gab einen Job, der muss man mehr machen, da gab es einen Job, der muss man weniger machen und dann gab es Geld. Ja. Aber jetzt ist es ja so, ich will ganz wenig machen und ganz viel kriegen. Und das ist auch das Gleiche wie die Autoindustrie. Ist so, das Auto muss mehr Leistung kriegen, aber weniger verbrauchen. Und ich glaube, wir trainieren uns. Der Computer muss leichter sein, der Bildschirm muss größer sein und er muss billiger sein und schneller muss er sein. Und da, glaube ich, ist der Mensch auch in sich, er will einfach nichts mehr machen. Ja, die Frage passt jetzt wirklich perfekt. Krass. Und zwar, wie findest du, dass Mädels mit 18, 19 Jahren teils über 100.000 im Monat mit Dingen wie OnlyFans verdienen heutzutage? Ich privat allgemein sowieso sehr schwer, weil das Verkaufen, oder das ist das Verkaufen seines Körpers. Ja, aber jetzt auch vom Thema wenig arbeiten, viel Geld so, ne? Ja. Das ist aber die Zukunft, glaube ich, ne? Weil ein Unternehmen wie wir, was wirklich so ein großes, wirtschaftlich wichtiges Unternehmen ist, machen auch ihr Geld mit einem Wirtschaftszweig, den es nicht gab vor ein paar Jahren. Ja. Sag ich ganz klar. Wir sind auch ein Teil dieser Welt, aber ich würde sagen, dass unsere Werte super echt sind, weil wir alle sehr fleißig sind und alle wirklich das Ding machen, weil wir haben ja auch in unserem Genre, unserem Bereich ganz viele Leute, die machen das Gleiche wie wir, nach uns, weil wir wirklich, würde ich sagen, der Erste wirklich waren, aber das nicht mehr machen wie wir, sondern die machen es auf die, wie soll ich das sagen, auf die faule Art und Weise, ne? Wie der Content ist, da regen wir uns ja auch manchmal auf, wie sie die Views generieren, was sie machen, aber da stelle ich mir auch manchmal die Frage, vielleicht bin ich ja auch der Doofmann. Und das ist die Zukunft wieder. Weil wir machen es ja auch schon eine Zeit. Warte, ich rufe mal den Money an und dann kriegen wir raus, ob ich recht hatte. Ja. Sag mal PS. 634. Boah. Ja, und Newtonmeter? Newtonmeter, hatte ich dir gerade schon geschickt. Newtonmeter sind 847. Okay, dann lag ich. Ja, danke. Alles klar. Ciao. Ciao. Aber ich lag 3 PS daneben. Das ist heftig. Gut. Das ist gut geraten. Und wir sind immer noch weit weg von der Werksangabe. Ne? Das war jetzt nicht, dass es einfach war, dass ich weiß, was die Werksangabe ist. Ja. Ist er was da gemacht an dem Wagen? Nee, der Serie. Der Serie so, ja. Okay. Mhm.
Ja, heftig. Ja, nochmal zum Thema. Also OnlyFans und so würde ich auch gerne machen. OnlyFans, ja. Ja, da, das ist wirklich extrem. Zeigt aber auch, wie die Gier der, ich sag mal, hauptsächlich Männerwelt auch ist, nackte Haut zu sehen. Ne? Das ist ja auch wirklich, ist ja wirklich ein Faktor. Ist ja, ich verstehe den Sinn irgendwie nicht. Ich meine, wenn du willst, kannst du ja googeln und dann findest du ja alles auch kostenlos. Ich glaube, es ist genau, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich mich sehr tief und sehr viel mit der Psychologie des Menschen beschäftige. Es ist, dass eine nackte Frau sehen, ist ja gar nicht der Punkt. Sondern es ist ja der Punkt, dass es eine Person ist mit einem Account, eine Privatperson, die etwas tut und die kann ich dann nackt sehen. Und das ist so der Punkt, glaube ich, wo dieser Wirtschaftszweig einfach seine Energie und seine Power hat. Weil wenn es jetzt darum geht, einen Golf zu haben, dann guckst du bei Mobile rein und kaufst dir einen Golf 7 und dann hast du diesen Golf 7. Aber dann geht es ja gar nicht um den Golf 7. Weil der Golf vom Papst zum Beispiel ging weg für 100.000, weiß ich wie viel Euro. Ja, klar. Ne? Und da war es wieder der Golf. Und das ist ja eigentlich nur ein Golf. So wie das eigentlich nur, ne? Ja, das ist das Gleiche. Oder, ne, manche sehen so aus, klar. Aber der Mensch entwickelt sich gerade extra. Die ganze Welt verändert sich gerade echt in einem rasanten Tempo. Und ich würde sagen, die Veränderung von 1995 bis 2005, wo wir dachten, dass wir uns groß verändern wegen 2000-Wende und sowas, ist, glaube ich, nicht so krass wie das, was wir gerade mitmachen. Ne? Treibstoffe, Autos, OnlyFans ist nicht weltbewegend, aber Medienwelt, wie die Jugend, was für Jobaussichten die haben, Influencer werden, ist ja, ich warte nur drauf, dass Influencer ein Studium wird. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dann euer Bereich, wo ich jung war, einen Kameramann finden. Also du bist Kameramann? Interessant, krass. Technisch gesehen ist jeder mit einem verfickten Handy ein Kameramann. Ja. Ne? Ja. Also weil du siehst Mamas im Museum, Mamas, die machen so. Weil sie wissen, dass so eine Transition oder so eine Bewegung macht das Bild interessanter. Dann geht es natürlich so, welche machen so. Das sind die Besten. Weißt du? So macht meine Mama. Genau. Nein, aber du siehst auch welche, die halt, dass die Kamera in diesem Handy hat auf jeden Fall den Planeten geändert. Ne? Ja, ob Zeugen, wie viele Videos, wie viele Unfälle, wie viele Sachen, was wir alles sehen können auf einmal, das hat man früher gar nicht gesehen. Ja. Da musste ZDF kommen, ARD und diese große Kamera aufstellen und dann so filmen. Hier war vor 3 Stunden der Banküberfall. Vor 3 Stunden. Und du warst trotzdem vom Fernseher als Kind so, wow. Jetzt siehst du aus 8 Winkeln, ne, wie so ein Typ im Handy filmt, ah, da fährt der. Und dann in der Nachbarstraße. Ne, und ja. Heute ist das so. Ja, ist echt eine krasse Zeit, aber also echt Wahnsinn. Ja. Ja, wir philosophieren immer sehr viel Frage-Antwort-Videos. Aber ich merke es auch gerade, heute sind wir sind ein Automobilkanal. Ja, ich wollte sagen, die Leute schreiben auch in letzter Zeit offen, die wollen wieder mehr über Autos reden bei Frage-Antwort-Videos. Ehrlich? Ja, ja. Oh, krass. Aber wir haben auch viele Autothemen heute, genau. Ja, okay, dann kommen wir jetzt zu. Was hältst du von... Ich habe gar keine Frage. Ja, das ist alles. Ich will die ganze Zeit das Leben jetzt. Noch schärfere Runde vom M4 CSL, hast du die gesehen? Durchgesäppt habe ich. Ich habe mir auch ganz plump die Göttinger Höhe angeguckt, weil ich gucken wollte, wie viel Geschwindigkeit er dort wirklich schafft. 291, glaube ich, oder 293. Nee, er war über 300. Ich habe nämlich auch geguckt, weil... In der Senke aber dann zum Schluss. Ich hatte den M3 ja erst und die sind ja alle bei 292 oder 94. Genau. Stopp. Das war auch mein Gucker nämlich, weil das nämlich der schnellste BMW wirklich so ist. Da freue ich mich auch wirklich drauf, wenn wir... Also ich habe einen bestellt, das weiß man, ne? Ja, das weiß man. Ja. Was er dann wirklich läuft. So ohne Software, ohne was machen. Und das ist schon sehr beeindruckend. Die Zeit ist auch sehr beeindruckend. Das ist die breite Vorderachse, die halt wirklich da... Ja. 7,15. Das ist geisteskrank. Okay, was hältst du vom neuen Huni Pegasus? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber Huni Pegasus, ja. Das ist... Ja. Bitten ist der das Auto gemacht hat, ne, von BBI. Auch ein guter Freund, bei dem haben wir auch schon gedreht, 2-3 Mal in Los Angeles. Das ist ein sehr, sehr talentierter, toller Ingenieur. Das Auto ist, er wollte unbedingt eine F-Modell als Basis nehmen, als Shell. Ja, verstehe ich. Ein bisschen unglücklich. Auto finde ich mega geil. Auto ist aber eigentlich kein Porsche. Weil die Überhänge und die von der A-Säule bis zum vorderen Rad, da passt gar nichts mehr. Sondern die Linie, diese Flyline, also diese Dachlinie von der A-Säule, B-Säule, C-Säule, die ist richtig. Aber nach der C-Säule kommt ja schon wieder nichts mehr, das ist auch wieder abgeschnitten. Das kommt daher, weil das Reglement und halt die Spoiler-Abmessung und all das halt dementsprechend funktionieren muss. Das ist cool, auf jeden Fall. Ich finde die Farbe mega geil, ich finde es ein geiles Konzept. Was wirklich krass ist, dass die Kardanwelle zum Frontantrieb, ne?
Die geht auf Höhe des Bauchnabels des Fahrers nach vorne wieder. Die geht nicht unterm Auto nach vorne, sondern die geht, wenn du so im Auto sitzt, ne, geht hier die Welle durch, wo dann 1400 PS bei einer 50-50-Verteilung, 57 PS geht da unter deinem Ellbogen lang. Wieso macht man das? Weil das irgendwie bauformtechnisch nicht anders ging. Ich weiß nicht ganz genau. Kein Platz mehr. Ich weiß nicht genau, was das Thema da war. Weil muss man ja auch umlenken irgendwie, oder? Nee, das Getriebe kommt so hoch raus, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Das habe ich auch nur im Vorbeiseppen so gesehen. Aber das, wenn so eine Kardanwelle dir wegfliegt, dann sieht Ken nicht mehr aus, wie er aussieht. Ganz, ganz klar. Ganz klar. Weil da ist eine Energie, ist ja logisch, da ist eine Energie, eine Kraft, die da durch die Gegend geht. Da muss auf jeden Fall auch eine Pampas drum. Das sind so Fangkörbe, die, wenn die Kardanwelle sich zerteilt, dass dann halt der Körper keinen Schaden nimmt. Ne? Das hat man ja auch bei Dragstern ab 8 Sekunden, glaube ich, wenn die fahren, kriegen die nochmal so eine Pampas um die Glocke. Können wir auch mal ein Bild reinmachen. Heißt das wirklich so? Pampas, ja. Sieht halt aus wie so eine Pampas. Okay. Das ist so Carbonfaser gewebt, die du drüber machen musst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Wandler explodiert bei so amerikanischen Dragster-Teilen, dann ist das zwar ein Aluminiumguss, aber das Aluminiumguss hat ja keine Chance gegen ein fliegendes Edelstahlteil, was mit 8.500 Drehungen sich gerade dreht. Ja. Das geht wie so ein Schrapnell von so einer Granate durch die Glocke durch und in dein Bein oder so. Und dann kann das schlimme Verletzungen. Plus in dem Moment, wenn das so ein Auto ist, hast du deine 270, 280, 300 km/h gerade drauf, wo das passiert. Das ist nicht gut. Das ist eine schlechte Kombination. Ja, okay, nächste Frage. Das ist echt interessant. Gibt es beim Bergabfahren eine Drehzahlgrenze, ab der es für den Motor mit dem Motorbremse schädlich wird? Dazu auch noch die andere Frage, wie es sich mit einem kalten Motor verhält. Oben geparkt, direkt lange steile Abfahrt. Ist es da vernünftiger, mit der normalen Bremse zu arbeiten, um dem Motor nicht viel Drehzahl zu geben? Wegen der Öl. Genau, also ich dachte mir schon, dass es scheiße ist für den Motor, wenn er kalt ist und sich dann doch alles bewegt. Mhm. Ich dachte jetzt, wenn man einen Leerlauf lässt. Und dann also wenn jetzt mit 7000 Drehungen mit Motorbremse den Berg runterfährt und der Motor ist gerade kalt, auf jeden Fall ist es nicht gut. Weil der Verbrennungsprozess ja dann nicht dementsprechend stattfindet und der ja auch das Öl dementsprechend erhitzt. Mhm. Nur durch die Reibung der Kolbenringe und den Lagerschalen. Öldruck ist trotzdem da, ist klar. Ne? Der Öldruck wird ja produziert aufgrund der Rotation der Kurbelwelle. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Weil viele ältere Autos, die länger stehen, da gibst du ja auch auf die Kurbelwelle erstmal ein bisschen Umdrehung, damit der Öl das genau verteilt. Genau, da ist es so, zum Beispiel ein Diablo oder ein, welches Auto ist ganz stark? Es gibt so ein F40 auch. Es gibt Autos, die, du denkst, die wären kaputt oder die Kerzen wären nicht gut, weil der Anlass da so... Aber das ist extra gemacht, damit die Kurbelwelle sich langsam dreht, der Öldruck sich wirklich aufbaut und dann schaltet das Steuergerät die Zündanlage erst dazu, dass die Zündanlage dann erst im Brennraum zündet und dann erst die höhere Drehzahl kommt. Aber wenn man jetzt mit einem warmen Motor den Berg runter rollt und die Motorbremse macht und ihr macht 7000 Drehungen, ist das nicht schädlich. Das ist das gleiche wie wenn die Verbrennung dazu kommt, mit dem großen Unterschied, dass halt die Verbrennungstemperatur nicht abgebaut werden muss in dem Maß, wie er 7000 Drehungen drehen würde bei Last. Mit Drosselklappe offen. Und dafür ist der Motor auch ausgelegt. Also wenn er das mit Last kann und die Öltemperatur ist jetzt sagen wir mal 60 Grad oder 65 Grad nur noch, dann würde ich sagen, kann er auf jeden Fall das ab. Aber bei einem ganz kalten Motor, ist ein krasses Beispiel, ich weiß nicht, wann das passiert. Wenn du am Berg wohnst. Und dann nur runterrollst, ne? Guck mal, zum Beispiel die Wohnung, die ich mir mal angeguckt habe, wo du mit warst, ja, wo dieser steile Berg ist. Ja, wenn du da oben wohnst und musst nach unten los im Winter, da rollst du hier erstmal einen Kilometer. Und mehr. Oder gibst du ja gar kein Gas, ne? Und dann dreht der Motor bestimmt relativ hoch. Ja, guter Punkt. Also der Motor ist ja auch so konzipiert, dass er über die Brennraumtemperatur, also der ist so konzipiert, dass er über das Verbrennen natürlich auch Temperatur ins Öl bekommt. Dann ist das Öl erst in der im Funktionsfenster. Aber wenn der Motor jetzt die ganze Zeit wirklich nur im Leerlauf läuft und die hohe Drehzahl hat, baut er natürlich auch nicht die Temperatur auf. Ja, und die Thermostate gehen auch nicht auf. Also würdest du eher raten im Leerlauf oder im fünften Gang dann und dann mit der normalen Bremse arbeiten? Ja, ein bisschen. Ja. Also ja, ein bisschen. So 3.500 Drehungen maximal vielleicht. Also wenn du da jetzt irgendwie in die 6.000er gehst, das hörst du aber auch, glaube ich. Das hört sich nicht so gut an. Und ans Getriebe darf man auch nicht denken. Manche Menschen denken immer nur an Motor. Aber auch so ein Getriebe, ne? Synchronringe. Und das Öl hat ja auch nicht die Viskosität, dass es überall gut hinkommt zu dem Zeitpunkt, ne? Oder? Das unterschätzt man. Also wenn man jetzt so ein modernes Öl sieht, so von heute, das ist schon echt gut. Ja. Das geht auch kalt schon echt gut, aber es ist halt nicht geil für den Motor. Ne? So eine Suppe aus den 80ern, die ist kacke, ja. Okay, nächste Frage. Und zwar deine Meinung zum Einstieg von Porsche und Audi in die Formel 1. Ja. Erstmal muss ich mich entschuldigen, wenn ich heute nicht so gut drauf bin, merke ich gerade.
wenn ich so beantworte. Also, Porsche, Audi, Formel 1 sehe ich als eine spannende Bereicherung des Rennzirkus. Ich warne nur vor zu großer Euphorie, weil diese beiden Marken bringen eine sehr große Fangemeinde mit. Ich glaube auch, dass sehr viel Schmuh hinter den Kulissen passiert in dieser Formel 1. Das sage ich mal so. Kann mich mir vorstellen. Also wenn man die Netflix-Serie guckt, kann man sich das sehr gut vorstellen. Genau. Kann man sich sehr gut vorstellen, dass gewisse Teams ja auch gewisse Vorteile bekommen und auch Nachteile bekommen. Auch nicht so verteilt, wie man immer denkt. Dass man jetzt denkt, ja komm, Porsche, Audi kommt, denen geben wir jetzt doll Unterstützung. Das muss gar nicht unbedingt sein. Sondern ich glaube, da sitzt irgendjemand, der da so sitzt. So. Also mit dem war ich jetzt ins Essen, der war echt gut, der Witz. So, das Gefühl hat man manchmal. Aber die Teams, die da jetzt fahren, sind alles, fast alles Teams, die eine gewisse Zeit auf dem Buckel haben. Dass Porsche Motoren geliefert hat in die Formel 1, ist lange her und hat damit nichts mehr zu tun, was heute dort abgeht. Die Marken Porsche und Audi sind in Sachen Turbotechnik sehr, sehr firm. Die Marken Porsche und Audi haben im LMP1-Thema sehr gut Arbeit geleistet. Und das LMP1-Thema motorentechnisch, nicht von der Ausrichtung von der Laufzeit, wie sie laufen sollen, aber vom Aufbauprinzip, wo der Lader sitzt und vom ganzen Aufbau, kann ich mir schon vorstellen, wissen die genau, ja, wie es läuft. Nun, LMP1-Auto muss Strecke machen, das Formel-1-Ding nicht. Aber was ich nur sagen will, ist, dass man aufpassen soll. Klar, wir werden alle mit großer Begeisterung da sehen, weil wenn der Porsche auf so einem Formel-1-Auto steht, werden wir alle wie die Geier da stehen und denken, ja, geil. Aber das kann auch eine ganz schöne Bauchlandung geben. Ja. Also ich kann es verstehen, weil Formel 1 boomt ja aktuell wie... Ja, schon lange nicht mehr. Ich merke es an mir auch. Durch das Budget-Cap und so bleibt ja auch teilweise bei den Teams viel Geld auch hängen am Ende vom Jahr und so. Ja. Aber ich denke mir so, die Philosophie von Porsche und Audi jetzt, die in den letzten Jahren einfach an den Tag gelegt wurde mit, wir gehen jetzt voll auf Elektromobilität und ab 2026 bauen wir keine Verbrenner mehr und so, das passt irgendwie jetzt nicht, dass sie in die Formel 1 aufsteigen. Also so fühlt es sich für mich an. Komischer Schritt. Ich denke, das wird ein wichtiger, richtiger Schritt sein, auch eine gewisse Massendynamik, weil die anderen das auch tun, weil wenn du dich komplett rausziehst, so Marken, die untergegangen sind, die mal einen tollen Hype hatten, sind zum Beispiel Lancia, Delta Integrale. Die Leute haben diese Marke verbunden zu der Zeit mit einem Sport Quattro, mit diesen ganzen Marken, die Turbo-Aufladen Monster gemacht haben. Sag doch mal heute einem Lancia. Das heißt, da müssen die schon ein bisschen aufpassen, Audi, die müssen alle ein bisschen aufpassen, dass die halt nicht unter die Räder kommen, dass sie nur noch ein Transport-Service-Hersteller sind. Ich kaufe einen so und so und damit bringt er mich nach Frankfurt. Ich sag immer Frankfurt. Und dass da die Emotion bleibt und halt auch Technologien weitergeführt werden. Weil wer sagt, dass das Elektrothema für immer bleibt? Vielleicht ist auch irgendwann der große Stimmungswechsel da, dass dann doch ein Verbrennungskonzeptprinzip irgendwie doch noch kommen kann. Kann ich mir auch vorstellen, weil wir sehr kurzfristig gerade denken. Vielleicht ist es in 20 Jahren ist. Ja. Oder in 30. Und dazu noch eine passende Frage. Was meinst du, wie lange bei den großen Herstellern noch der Verbrenner gefördert wird oder allgemein gebaut wird? Bei den großen im Massenprodukt? Ja. Es wird immer irgendeinen Nischenhersteller geben, der exakt, ganz genau. Das heißt, der Verbrenner selbst, die Tankstelle selbst. Die Tankstelle wird sich nie mehr anstellen müssen in vielen Jahren, der Tankstelle. Da gehe ich sehr, sehr stark von aus. Aber bei den Großen jetzt, also was denkst du, was da... Bei den Großen? Was war die Frage genau? Wann da Schluss ist mit Verbrennern. Schluss? Sag eine Marke, genau. Die großen Deutschen, Audi, Mercedes, BMW. Die großen Deutschen, wann wirklich keiner mehr gebaut wird. Auch wenn einer noch da ist, dann zählt das noch, ne? Ja, würde ich schon sagen. Oh, dann dauert das sehr lange. Oder denkst du, dass einer immer bleibt und irgendwann der Verbrenner vielleicht wieder sogar zurückkommt und es gar nicht, also dass er gar nicht komplett verschwindet so? Ja, mein Gefühl sagt mir, dass das... Dass sie vielleicht merken, Elektro doch nicht so das Wahre, wir müssen fossile Brennstoffe... Ja, also umso mehr man sich mit beschäftigt, ist das Elektroprinzip, hat das wenig Argumente, dass das nicht sehr gut ist. Also ich muss auch echt sagen, ich habe am Wochenende wieder sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Elektrofahren. Ich habe sehr gute gemacht. Ich bin jetzt die letzten Tage, ich bin jetzt 1000 Kilometer im Taycan gefahren in den letzten 3 Tagen. Und es klappt perfekt. Also am Sonntag, als ich zurückgefahren bin vom Saarland nach Dortmund. Habe ich gesehen, dass Dori Udi. Ja, ich habe 2 Ladesäulen übersprungen, weil zu viel los war. Und an der dritten habe ich dann einen Platz gekriegt. Aber innerhalb von 5 Minuten waren 4 weitere Autos da, die alle warten mussten. Und das ist schon irgendwie auch ein doofes Gefühl. Muss an sich schon warten. Ja, aber das ist dasselbe wie am Anfang von dem Video, dass wir so performance-orientiert sind. Ne? Warten, nein. That's the way it is, man. Du hast eine neue Technologie. Du wartest dann eine Stunde. Ich verstehe, dass das scheiße ist. Das verstehe ich schon. Und auch nicht passt in die heutige Zeit. Aber ich glaube, da ist das Wort, was auch sehr in Hintertreffen geraten ist, ist das Wort Geduld. Ne? Wenn du einen Tesla hast, hast du ja Beschäftigung so ein bisschen mit dem Auto. Da kannst du ja Zeit vertreiben, aber so andere Autos nicht so. Ja. Nee, manchmal ist es ja auch geschäftlich scheiße. Ne? Du musst irgendwo gerade hin, du hast einen Termin oder du hast eine Hochzeit. Ne? Aber Geduld.
Das werden die jetzt alles auf die Beine stellen. Die werden ja nicht so viele Autos rausbringen, die nicht laden lassen können. Dann hätten sie auch irgendwann rechtliche Thematiken, glaube ich, ne? Wenn du jetzt einfach dein Auto nicht laden kannst. Aber mein Gefühl sagt mir, dass der Verbrenner nicht ganz geht. Kann sein, ja. Das sagt mein Gefühl. Also auch bei den Großen denkst du, dass er da auch nicht ganz geht. Also ich sag mal so, ich weiß vom letzten kommenden, den ich schon gesehen habe, Auto 2027, glaube ich, war das. Von einem deutschen Hersteller, das Auto habe ich auch schon gesehen, ist ein Hybrid. Ist kein reiner Verbrenner, aber ist ein sehr sportliches Auto. Ein sehr sportliches Auto als Hybrid, wo aber 90%, 80% Verbrennerleistung ist. Ne? Also nicht. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Deutschen so 2030, dass das da dann ganz dünne wird und dass es dann halt die Spitzen-Einzelfahrzeuge, Sportfahrzeuge sind. Als Hybrid. Als reiner Verbrenner, also nur Verbrennungsmotor, das werden, glaube ich, nur die Amis durchziehen können. Boah, als reiner Verbrenner. Was gibt's denn? Also ich glaube, in den nächsten 3 Jahren wird schon dünne. Als reiner Verbrenner? Als reiner Verbrenner. Jetzt meinst du Neufahrzeuge dann? Boah, ich denke immer so ein Nischentyp wird immer irgendwas. Wir reden nicht von den Großen, also klar, Nischentyp, ja, aber also als reinen Verbrenner bei den großen Herstellern? Weiß ich nicht. Gibt's ja jetzt auch kaum noch was, ne? Genau. Dann ist der Turbo da mit E, dann ist dies mit E. Also dass die Elektrifizierung reinkommt, das denke ich schon stark. Ja. Die Frage-Abo-Videos, die driften immer ab, ne? Ja, ein bisschen. Aber gut, wir sind jetzt beim Autothema geblieben, ja. Zumindest. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich habe genug. Ich habe immer noch meinen Eigentest mit meinem Treibstoff. Ja. Und der verschwindet langsam. Ja, gut, der steht jetzt aber auch schon fast über ein Jahr, ne? Über ein Jahr steht der, ja. Und wenn du den zwischendurch immer mal aufdrehst, dann entweicht er ja ein bisschen. Ja, es ist das erste Mal jetzt seit 6-7 Monaten aufgemacht. Welchen Sport findest du härter, Formel 1 oder Rallye? Für den Fahrer oder fürs Auto? Ich würde sagen, fürs ganze Team auch, oder? Alles allgemein stressiger, anstrengender. Fürs Team Formel 1? Auch wenn Formel 1 so viele Leute in dem Team sind und Rallye teilweise ja auch viel weniger. So. Da machen ja viel weniger Leute denselben Job so gefühlt. Ich weiß es nicht genau, muss ich echt sagen. Ja, wie Rallye, du findest so vom Gefühl einfach? Rallye dann würde ich sagen Rallye, vom Gefühl. Nur diese Formel 1 Teams, die machen das nicht umsonst. Die müssen aufs Geld auch schon achten. Und wenn die so viele Leute da rumrennen haben, stehen die nicht umsonst da. Das ist so mein. Also wenn es drauf ankommt, muss halt einfach die Scheiße echt laufen. Ne? Ja. Also die muss einfach laufen, die Scheiße. Ja, bei Rallye auch. Ich weiß nicht, Motorsport ist Motorsport. Aber jetzt so von den Manövern, die so machen, muss ich sagen, ist Rallye für mich auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer. Ja? Ja. Aber was ich wirklich als unterhaltsamste finde, ist 24-Stunden-Rennen, also Nürburgring, das ist für mich der beste Motorsport. Der beste, besser als Formel 1. Für mich. Scheiße auch, dass das Auto langsamer ist. Aber wenn ich sehe, was die sich da auf die Fresse hauen, ne? Ja, vor allem ist halt auch so geil, weil du halt du hast einen Dacia, ja, und dann kommt so ein GT3-Bomber um die Ecke hin. Nee, drei GT3-Bomber, die gerade kämpfen, genau. Um eins. Ja. Und der Dacia fährt da so. Genau. Geil. Ja, das ist halt, wie, könnte ein Videospiel sein. Ja. Und für mich, beste Motorsport. Ja, da die ganze Emotion. Ja, die Leute, die Strecke. Wie du die Strecke siehst, wie breit die Strecke ist. Sie ist natürlich immer entschärfter, ne? Sie wird immer smoother so. Ja. Wo ich das erste Mal schon drin gefahren bin, im Vergleich zu jetzt, die Strecke, sind schon Unterschiede. Aber viele sagen, es wird auch viel schneller, ne? Die wird schneller, ja. An manchen Stellen bist du deutlich schneller unterwegs als vorher. Ja. Was wird da so verbessert? Die Sprungkuppen. Also die Kuppel raus und sowas. Ne? Ah, okay. Ja. Du musst nicht mehr, also früher gab es Stellen, da war es mit einem leistungsstarken Heck angetriebenen Auto bei leichter Feuchtigkeit schon schwer geradeaus zu fahren. Nur jetzt kannst du ja fast überall einfach, ja, wenn der Reifen warm ist, einfach, du bist einfach Kette und das Auto fährt zumindest. Du musst die Kurven treffen, du musst das machen, aber es gab auch Phasen, wo es schwer war, weil Asphalt wechselt, weil einfach. Asphalt macht auch einen riesen Unterschied, das können sich viele nicht vorstellen. Aber ja. Okay, noch eine letzte Frage, und zwar, inwieweit ist das Hyundai Genesis Coupé für dich mit einem 350Z vergleichbar? Oh, brutal. Das Auto hat Hyundai direkt in die Fresse von Nissan gebaut. Das sind ja auch beides, glaube ich, 3,5-Liter-Motoren, handgeschaltet, Sauger. Also, dann gab es noch den 2-Liter-T, ja, also sie hatten zwei Motoren im Auto, aber das Genesis Coupé ist volles Matt in die Fresse von dem Auto. Das hat nie den Hype gekriegt. Nein. In Amerika ein bisschen, aber nie wie ein. Nein. Das ist halt einfach, wie die Menschen sind. Hyundai muss halt immer noch, und es müssen sie auch noch 10 Jahre,
müssen sie investieren in Image. Image, 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 Marke, 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 Image, Image, Image. Und ich muss sagen, Nissan macht das auch gerade sehr geil. Also der 400Z, überlegst, ein V6 Biturbo handgeschaltet? Digga, davon haben wir geträumt vor 15 Jahren. Und jetzt ist er da. Nicht nach Deutschland, offiziell, aber da sind wir dran. Aber wenn du die Daten so hörst, ist das ein brutales Auto. Wenn ich die ersten Onboard-Aufnahmen sehe, wie der Schuh nach vorne geht und wie der Klang ist und wie das so ist, ist das eigentlich ein kleiner GTR mit Heckantrieb. Genau, Punkt. Ja. Und ein reiner Verbrenner. Kein reiner Verbrenner. Kein Startergenerator oder sonst was. Genau, ein reiner Verbrenner, 400 PS. Die ersten GTS hatten wie 485 PS. 485, ja. So, die 85 PS drauf geschissen. Ja. Das ist ein richtig, richtig, richtig krasses Auto. Spannend auf das Auto. Und eine geile Innenraumfarbe gibt's da. Ja, das war's ja, eigentlich. Das war's? Ja, ja. Und ein bisschen kürzer, ne? Ja, wie gesagt, zum Thema zu mir. Vielleicht kommt auch jemand anderes auf den Kanal und erklärt euch mal das Thema genauer, weil ich glaube, ich bin nicht der Richtige zu erklären, wie es mir geht. Das bin ich ja falsch für. Ja, bis Montag. Und vielleicht schaffen wir das mit diesem ganz tollen Video, weil das ist das Tolle. Das steht da auch auf dem Boden. Kann man nicht sehen, ne? Nein, kann man nicht sehen. Nee, kann man nicht sehen. Gut. Das steht da. Das steht da. Okay, tschüss.